Einen wunderschönen guten Abend, liebe Panzerfreunde in War Thunder. Ich bin's, Joker BVB 09. Nach langer Zeit endlich mal wieder ein Video. Der letzte Patch hat mir ein paar schöne Replays leider versaut. Dadurch funktionieren die Replays nicht mehr. Hat mich ein wenig geärgert. Daher heute mal ein Low-Tier-Gefecht mit einem wunderschönen Skin von CMD Nomad. Er hat sich einen Panzer 2F vorgenommen, der von den Amerikanern erbeutet wurde. Also ein historisches Gefährt. Sehr schick umgesetzt mit den alten Turmnummern der Deutschen, sogar noch einem alten Balkenkreuz drauf und überpinselten amerikanischen Sternen. Einen Link zu dem Panzer und zur Background Story findet ihr im Anschluss unten in der Beschreibung. Dort könnt ihr den Skin dann anklicken, könnt ihn dort, wenn ihr wollt, runterladen, wenn er euch gefällt. Und lasst dem Nomad doch einfach ein Like da, denn der hat den wirklich toll kreiert hier. Ja. Gefahren habe ich das ganze Ding in Berlin, war ein saugeiles Gefecht und das würde ich euch gerne im Anschluss zeigen. Ja, hallihallo und herzlich willkommen im Gefecht. Da sind wir also drin im Gefecht. Das war jetzt doppelt gesagt. Doppelt gemoppelt hält besser. Unterwegs im Panzer 2F, ihr seht ihn hier im Gefecht. Ein total schöner Skin. Ich finde das Ding richtig klasse. Also setzen wir mal den kleinen Brause-Paul hier ein. Brausen auf A zu. Ziemlich fette Geschwindigkeit für den kleinen Kerl hier. Er besitzt eine 20mm BMK, also heute sagt man BMK, Bordmaschinenkanone. Das Ding macht mächtig Aua aus der Nähe. Sollte man nie unterschätzen, wenn der einem so ein paar vor den Koffer drückt. Das ist wie Löcher ins Metall stanzen. Kann auch ganz schön nerven, wenn die einschlagen. Ja, also man soll den kleinen Panzer 2 nie unterschätzen, wenn er mal um die Ecke kommt. Kümmere mich erstmal um den Cap in A am Reichstag. Unterstützt hier auch mal ganz kurz. Kurz aufschalten, jawohl. Ein paar Schüsse reinhauen. Turm getroffen. Und weiter geht's. Erstmal ordentlich reinhalten. Da brennst ein bisschen, ne? Dr. Knochen. Wieder einen kritischen. Aber mit dem kleinen Ding auch aufpassen. Wenn der mir eine stanzt, dann bin ich nämlich weg. Aber Dr. Knochen war in Flammen, war Feuer und Flamme. Und jetzt geht es wieder los. Gut, einmal kurz geguckt. Auf die Distanz brauche ich gar nicht wirken mit dem kleinen Gefährt. Also immer schön in Bewegung bleiben mit dem jungen Mann hier. Schauen wir doch mal, wie es wird. Eigentlich sehr gefährlich, was ich hier gerade mache. Schön die Querfahrt über den gesamten Vorplatz des Reichstags. Aber ich habe mir gesagt, ich würde gerne mal aus... Oh, XP-Pinata, da ist es schon. Den Begriff hat Just Max in vielen Gefechten geprägt, die XP-Pinata. Ich musste so herzlich lachen damals. Aber stimmt ja auch, der frisst ohne Ende Treffer. Ich denke mir auch aus dem Sichtbereich raus. Nochmal gucken. Kommt da was, kommt da nix? Alles klar, hier unten in den alten Trichter und Kanal rein. Mal schauen, was wir in B so ausrichten können. Ab. Ja, schönen guten Tag, Herr Hago. Bei Ihnen brennt's leicht. Da ist richtig Party in die Kampfraum, sagt der King Julian immer. Musst du treffen, die hintere Arsch. Bumm. Ja, läuft die Laube. Weg ist er. Und dann frisch, fromm, fröhlich, frei. Aha, ein BT-7. Versucht sich oben zu verstecken. Zu verhutzeln. Dem hämmern wir auch mal ganz kurz. Guten Tag, hinten rein. Könnte ich fast meinen Namen schreiben mit der Kanone. Wenn es möglich wäre. Bisschen Artillerie nebenbei noch geholt, aber auf die andere Seite der Map. Ja. Und weg ist der BT-7. Da quitt der nächste Kunde. Chia Kai. Und jetzt locker leicht in B herein. Um B auch einzunehmen. Am besten gegen anfahrenden Feind wieder stellen. Ne? So macht man's. Nicht mit dem Arsch zum Feind. Und gucken, was da angewackelt kommt. So, dann wollen wir doch mal schauen. Da
Da scheppert es erstmal ganz gewaltig. Und wir kriegen Gäste, ihr seht's ja. Eieieiei. M2A4 guckt über den Wall. Mich stört das gerade, aber das ist leider im Replay drin. Wenn ich in die Richtschützenansicht gehe, ihr seht es, er geht über die Luke in die Richtschützenansicht. Die nervt mich gerade ein wenig. Aber ich möchte euch gerne das Video zeigen. Ich glaube, ich werde mal auf die 1 wieder umschalten. Dann lassen wir dann halt mal von außen. Dann gehen wir mal nicht in die Richtschützenansicht. So, habe mich jetzt auch mal versteckt hier. Der M2A4 kommt nochmal da oben rüber, kriegt unten was in die Wanne. Da kommt ein Hago. Der kriegt auch nochmal eine Föhnfrisur verpasst. Mit dem Lockenwickler. Oh, da habe ich eine gekriegt. Da hat es meinen Kommandanten erwischt. Aber das kriegen wir noch gehandelt mit dem Baby hier. Natürlich. Ja, der junge Mann, der möchte mich unbedingt haben. Ist schade, dass das mit der Richtschützenansicht hier jetzt gerade nicht funktioniert. Mir ging es gerade tierisch auf die Nerven. Ich kann es ja nochmal probieren, aber ich glaube, wir werden da kein anderes Ergebnis erzielen. Schauen wir erstmal. Ja, denke ich mir, B ist ziemlich sicher. In A krebst jetzt noch sehr viel Feind herum. Hm, was mache ich denn? Och, gehe ich erstmal hier in Sicherheit. Da marschiert nämlich oben schon was an. Artillerie drauf, Bomber Run und das Team da hinten unterstützen. Schauen wir doch mal, ne? Locker lustig eindrehen. Mal gucken, was da geht dann gleich. Der Dr. Knochen marschiert auch schon wieder an. Ich sehe auch jetzt schon unten, eieiei, da kommt ein T-26. Der will es unbedingt haben. Ich bin noch gut versteckt, ihr seht es, hinter dem Wrack. Die Bomben lasse ich ihm noch liegen. Vielleicht können sie ihn ein bisschen ankratzen. Er hat mich fast selber weggebombt. Hilfe. Huhuhuhu. Das sehe ich jetzt erst, das war ganz schön knapp. Da kommt ein Chihar angefahren. Ja, den haben wir ausgeschaltet. Nochmal Artillerie auf den Kameraden T-26. Ihr seht, das Gegnerteam nimmt gerade 3 Flaggen ein. Oder ist da, hat sie eingenommen. Äußerst ungünstig zu der Zeit. Aber ist alles noch im Rahmen des Möglichen. Vor mir haut gerade einer ab. Aber wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Also hoch mit dem Panzer, runter mit dem Panzer. Ein bisschen fangen spielen, da ist er schon. Den haben wir dann im Teamwork erledigt. Kill Nummer 6 in der ganzen Sache hier. Läuft. Und immer möglichst unten in diesem Kanal bleiben. Ich möchte ja nicht von der Seite oder von vorne angefasst werden. Äußerst dünne Panzerung. Stehe auch jetzt schon wieder mit dem Arsch im Feuer hier. Alles kein Problem. Ja. B wieder eingenommen. So schnell geht's. Jetzt mal schauen. Vor uns ist nichts. Okay. Dann ab durch die Mitte. Aber vorsichtig durch die Mitte. Also nochmal genau checken. Könnt da was? Könnt da nix? Könnt momentan nix. Augen zu und durch. Hüpft ein bisschen der kleine Mann. Ja, A wieder zurückholen. Ne? Wir wollen ja, dass die Tickets der Gegner runter tickern und nicht unsere eigenen. Also, zack, das Team unterstützen. Wo es nur geht. Dr. Knochen steht da ein bisschen frei. Hat jetzt auch ein bisschen offene Socken nach den Treffern und zieht auch Nebenluft. Ihr seht leider immer noch der Fehler mit der Luke, die dann wieder eingeblendet wird, wenn man in die Richtschützenansicht geht. Schade, schade. So, A ist fast eingenommen.
Das wollten wir ja. Wir haben mittlerweile sogar wieder C eingenommen. Also das Gefecht ging wirklich hin und her. Ich fand es sehr interessant. So schnell geht's. Und das Gefecht ist gedreht. Und dann sage ich mir, da ist nicht viel los bei A. Außerdem steht da noch ein bisschen Backup. Aber ihr seht, im Kanal ist jede Menge los. Und will B wieder zurückhaben. Nö, das wollen wir aber auch nicht. Igoko, kritischer Treffer. Das Ganze nochmal am besten. Ihr habt da gerade die Bombe fliegen sehen. Fand ich jetzt nicht so gut. Wäre ein bisschen warm. Oder war es eine Bombe? Weiß ich nicht. Ne, hinter mir ist nichts explodiert. Dann hatte ich wohl gerade eine optische Täuschung. Macht nichts. Ja, Herr Igoko. Aua. Macht nichts. Ein bisschen brennen muss er noch. Und das Ganze nochmal. Bisschen ein paar Löcher reinstanzen in das ganze Teil da. Da gingen die Luken auf. Da war zu viel Hitze im Kampfraum. Muss mal ein bisschen durchlüften. Und ihr seht, so schnell kann man so ein schönes Gefecht drehen. Es geht dem Ende der Runde zu. Wir haben das Ding hier locker lustig abgegrast. Da steht nochmal ein M2A4. Ziemlich günstig noch für meine BMK. Wir nehmen ihn nochmal unter Feuer, während wir nachladen müssen. Jetzt. Ja, der kann mir wehtun. Da möchte ich echt vorsichtig sein. Das wäre ärgerlich zum Ende der Runde. Aber läuft. Kritischer Treffer. Mutter kaputt. Panzer 3B kommt. Macht eine Platt. Das war mein Assist. Ihr seht's. Die Runde lief wie geschnitten Brot. Das Gegnerteam kann nichts mehr tun. Und nach einer kurzen Pause sehen wir uns gleich in der Besprechung. Bis gleich. Ja, und da sind wir in der Besprechung. Und mit dem Sprichwort, wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann kein Arsch die Hose halten. Ihr seht's, 8 Panzer zerstört, 5 Assists, 4-mal die Zone eingenommen, 0-mal gestorben. Ich glaube, da würde ich sagen, da haben wir Berlin mal ein bisschen aufgeräumt. Hat echt Spaß gemacht in dieser Runde. Und ich schalte nochmal zurück jetzt. Mit diesem schönen Bild hier von diesem wundervollen Skin gehe ich mal kurz in die Schlussphase über. Wie gesagt, Nomad hat das Ganze erstellt. Der Link ist, wie eingangs schon erwähnt, unten in der Beschreibung zu finden. Sollte er euch gefallen, könnt ihr ihn dort runterladen. Lasst dem Nomad doch auch ein Like da für seine Arbeit. Er hat das wirklich toll gemacht, diesen ganzen Panzer. Und sollte euch mein Video gefallen haben, würde ich mich auch über ein Like freuen. Vielleicht sogar ein Abo. Wäre total klasse von euch. Und ich sage bis zum nächsten Mal, euer Joker.